Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VentureCraft. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge nach der letzten Folge, wo wir das Lagersystem gebaut haben. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass wir unter der Erde sind. Ich meine, ihr seht es gerade. Und wir sind unter der Erde, damit wir einen weiteren Raum für das Lagersystem bauen können. Damit wir die, nennen wir es einmal, nicht so häufigen Items effizienter einlagern können. Damit das Ganze richtig funktioniert, habe ich hier jetzt angefangen, Raum aufzuziehen. Wie gesagt, da oben ist gerade der andere Teil des Raums. Also wir können theoretisch, wenn wir hier so machen, einmal komplett wegräumen. Da seht ihr da oben, da ist unsere Verkabelung. Ist da gerade ein Repeater runtergefallen? Ja, gut. Da haben wir das Lagersystem gut kaputt gemacht. Das funktioniert auf jeden Fall. Das müsste noch ein paar Mal passieren, oder? Ja, die jeweiligen Teile hier sind eigentlich mit Repeatern auszustatten. Ihr seht jetzt gerade ein bisschen weniger. Ich weiß, dass ich die Brightness hochstellen könnte, beziehungsweise das Gamma hochstellen könnte. Gibt es bei mir nicht. Eigentlich ist es damit geregelt, dass man auch leuchtet. Zum Beispiel so. Guckt mal, auf einmal sieht man wieder was. Brightness hochzustellen führt nur dazu, dass man sagt, ah ja, muss ja gerade nicht ausleuchten. Wenn man ausgeleuchtet hat, ist das immer was Schönes. Aber ja. Ich sehe also, wir müssen theoretisch nicht so weit runter, sondern noch eins tiefer Minimum. Vielleicht sogar zwei tiefer, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann machen wir das. Wir gehen nochmal zwei tiefer. Ich buddel nochmal den Raum dann aus und wir sehen uns dann gleich wieder mit dem Plan, wie das Ganze hier weitergehen soll. Bis gleich. Ich bin einfach gut in dem, was ich tue, sagte die Katze und fiel ins Loch. Ja, ja. Leute, oh, das ist der falsche Block. Das wollen wir nicht. So. Wir haben hier jetzt momentan unseren momentan oberen Teil, da sind wir ja noch. Hier oben wird runtergedroppert, dann wird einmal im Kreis geschickt und dann wird statt diese Auffangkiste zu nutzen, hier in Zukunft einfach nach unten weitergeführt. Das bedeutet, wir stellen hier unten das System weiter vor. Beziehungsweise wir führen es weiter. Wir schmeißen hier mal ganz kurz ein bisschen was rein, ne? So. Das darf hier gerne so, obwohl das kann auch Theo. Lasst uns das mal ein bisschen offener gestalten für uns. Weil auch wenn die anderen Leute das nicht sehen sollen, wäre es doch ganz gut zu wissen, was genau so abgeht bei uns. Jetzt das große Problem. Wo haben wir Platz? Wir haben noch nichts in der Hinsicht hier markiert. Aus dem einfachen Grund, weil 99% der Kisten später anders sortiert werden. Da ist das. So. Dö mit Ö, würde ich sagen. Hier die Fackeln. Wie gesagt, wir machen das Ganze hier so, dass es hier zwar aufhört. Also, dass wir hier auch einen Hardcut reinbringen, dass das auch gesehen wird, dass hier ein Hardcut drin ist. Ich glaube, den oberen Teil führen wir trotzdem weiter. Aber halt eben hinter dieser Glasfassade. So. Und für uns dann von drinnen machen wir hier diesen Gang mit Glas. Einfach nur, damit wir im Wartungsschacht, muss er sowieso nicht schön aussehen, sehen, wenn hier irgendetwas nicht mehr mit hundertprozentig legit Dingen zugeht. So. Wenn wir das Ganze jetzt angucken, ich habe hier ein bisschen weitergemacht. Wir haben ja momentan hier unser... Upsala. That's not right. Das muss zu sein. So, an den Stellen muss zu sein. Das sind unsere Fallschächte. Und dann haben wir hier normale Treppen nach unten, einfach noch, weil hier später die Einzelitems reinkommen sollen. Und da machen wir einfach mal ein wenig Fackelio, würde ich sagen. Indem wir da eine Fackel hinsetzen, da eine Fackel hinsetzen, da ein Stormbrick und da ein Stormbrick. Wundervoll. So, dann können wir theoretisch hier auch mal zumachen. Das habe ich davor offen gelassen, damit wir hoch und runter können. Wir füllen das mit Stormbricks, ob wir es jetzt mit Cleanstone oder Stormbricks füllen, ist irrelevant. Hier geht es später weiter. Das bedeutet, hier kommt unser Zeug raus. Das ist der Ort, an dem unsere Item-Delivery-Geschichte losgeht. Das heißt, wir sollten hier eventuell auch mit Glas arbeiten. Zack, zack, zack. Zack, zack. Hier unten ist irgendwo ein Slime-Chunk übrigens. So, okay. Bedeutet, hier kommen die Items raus und dann fahren die hier noch einmal komplett im Kreisel. Gut, damit das Ganze funktionieren kann, brauche ich jetzt noch ein wenig mehr Holz als das, was ich habe.
Und ich muss anscheinend hier noch ein bisschen was fixen von dem Zeug, das ich nicht gefixt habe. Weil ich noch irgendwo Pfuscher Miau drin habe. Das ist natürlich ärgerlich. So. Okay. Wir werden gucken, dass dann das Zeug da runterfällt. In zweier Höhe. Also auf der eigentlichen Höhe des Bodens. Das ist beide gewesen. Hoppala. So, also auf dieser Höhe hier, auf unserer Kopfhöhe, läuft das Ganze dann einmal durch. Wir kennen die ganze Geschichte ja schon. Wir machen dasselbe wie davor auch. Das bedeutet, wir gucken, dass immer zwei Blöcke breit sind, bis zum Abstand nach vorne. Das Ganze wird hier ein einziges Mal so rumgeführt und kommt im Idealfall am Ende dann einmal komplett im Kreis gefahren wieder raus. Das bedeutet, dass wir hier vorne, dadurch, dass es hier ja startet an der Stelle, dass es hier nur bis hier ungefähr gehen kann, damit der Waterstream aufhört, weil sonst haben wir hier nämlich eine Vermischung von den jeweiligen Sachen. Gut, dann müssen wir gucken. Hier haben wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Können wir ganz kurz mal die Mitten immer markieren, weil das sind die, die wir auch vorher schon immer freigelassen haben. Mitte frei, Mitte frei. Mitte frei und auch hier wieder die Mitte frei, weil wir es können. Dann haben wir hier die jeweiligen Segmente, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeweils breit. Das bedeutet, wir machen das immer bis hier und werden dann hier immer einen Eisblock haben. Das gleiche gilt theoretisch auch hier, ist jetzt aber hier nicht der Fall. Das gleiche gilt auch noch hier und das gleiche gilt auch noch hier. Also immer wenn man davor steht, ja, das müsste passen. An die jeweiligen Stellen kommt jetzt Eis und dann müsste die ganze Sache auch schon fast geregelt sein. Davor kommt Glas, haben wir ja schon öfter gehabt. Und wenn wir das Eis jetzt gleich installieren, haben wir eigentlich auch schon, glaube ich, fast unsere, ich glaube, ein Abstand stimmt nicht, oder? Glas kommt nicht direkt vor die Kante, oder? Kommt das Glas dort direkt vor die Kante? Das Glas kommt auf Höhe 3, nicht auf Höhe 2. Jetzt kommt er am Wassergang hier. Das ist korrekt. Ich bin ein bisschen verpeilt. Okay, aber das ist gut. Dann können wir hier einfach zumachen. So. Dann sehen wir zum Beispiel hier. Oh, guck mal. Hier müssen wir theoretisch. Hier ist wieder die Auffangschichte. Upsala. Auffangskiste jetzt. Und dann müssen wir hier nur später das Teil richtig machen. Gut. Dann kommen die Speichermodule. Speichermodule können wir hier komplett ham gehen. Bis auf diese jeweilige Seite hier. Obwohl auch diese Seite theoretisch genutzt werden kann. Aber wir werden diese jeweiligen Stellen rauslassen. Das bedeutet, auch diese Stellen hier werden nicht mit reingenommen. Das bedeutet, wir werden hier in die Wand gehen für diese Blockanzahl. Und zwar bis zur Mitte, würde ich sagen. Das ist korrekt, ja, ungefähr bis zur Mitte. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. So. Das gleiche gilt natürlich dann hier auch noch. 1, 2, 1. So. Wie groß sind die jeweiligen Kammern jetzt? Sind auch wieder Viererkammern, oder? Das sind sogar Fünferkammern geworden hier. Das ist nice. Das bedeutet, hier unten können wir den Massenstorage sogar wirklich nehmen. Hier natürlich nur eine Viererkammer. Wenn ich mich nicht ganz toll. Nee, ist auch eine Fünferkammer. Ist das denn möglich? Können wir das als Fünferkammer machen? Wir können das als Fünferkammer machen. Hey, nice. So ist es alles symmetrisch. Nice Heru, würde ich sagen. Nice Heru. Leute, wir haben hier vier Platz. 1, 2, 3, 4. Und hier geht es wieder 3 rein. Für 5 Blöcke. Gut. Das bedeutet, hiermit können wir unsere kompletten Installationen später machen, wo wir das jetzt gerade hinsetzen. Und schauen dann auch, dass alles ordentlich im Lagersystem eingelagert werden kann. Wie gesagt, ich werde das Ganze ein bisschen smart sortieren. Das bedeutet, dass ich solche Crafting-Gegenstände, von denen wir sowieso nicht so viele haben werden, sei es jetzt also zum Beispiel Redstone-Stuff im Allgemeinen oder sowas. Ich schaue, dass wir sowas hier im Allgemeinen dann immer schön weiter verwenden können und alles einlagern können in einzelnen kleinen Truhen und nicht in diesen komplett großen Truhen, in den Doppeltruhen oder sowas. Dadurch haben wir hier unten nochmal ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Spaß, würde ich auch sagen. Hier ist nur 3. Leute, ich bin hier zu weit. Da bin ich. Gut. Allzeit aufgepasst und von vornherein keinen Fusch am Jau betrieben. Da bin ich doch relativ zufrieden mit. Sehr nice. Bedeutet, hier machen wir noch den 4. 1, 2, 3, 4. Zack, zack, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
und das Ganze 2 rein. Gut. Die Verkabelung davon habe ich euch ja schon mal gesagt, könnt ihr euch bei Flocke gerne angucken. Wenn ihr dazu mal irgendwie ein Tutorial sehen wollt, ich bin mir sicher, Jo hat da irgendwann eins gemacht. Und wenn nicht, irgendjemand anders bestimmt. Also ihr findet dazu Tutorials. Ich glaube nicht, dass ich dazu geeignet bin, euch Redstone zu erklären. Persönlich finde das sowieso, man sollte da viel selber rausfinden. Aber ich glaube, das Lagersystem hat in der Ewigkeit nicht verändert. Wie gesagt, das was ich jetzt gerade verwende, ungefähr vom Zusammenbau her, ist eine Mischung aus dem von Flocke und dem von Mambo Jumbo. Ich glaube, die sind sowieso von der Comparator-Art und Weise, wie man sie verkabelt, immer gleich. Ich weiß nicht, ob es da noch Unterschiede gibt. Aber ja, gut, meine sehr verehrten Damen, Männchen, Tiere, ne? Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ich hoffe, dann habe ich genug Holz und genug Redstone-Repeater und sowas, damit wir hier richtig verkabeln können, Alter. So richtig krass. Richtig, richtig krass. Richtig krass. So, Menschen, das Ganze sieht nun mittlerweile schon einigermaßen gut aus. Das hier ist die obere Etage und hier kommen wir jetzt in die untere Etage. Und wie gesagt, hier sollen die Massenprodukte nicht eingelagert werden, sondern hier sollen die einzig gecrafteten Sachen reinkommen. Die hat zum Beispiel Sticks, Planks und so weiter und so fort. Und hier darf die Sortierung auch gerne komplett over the place sein. Wir haben hier 40 Barrels. Oben haben wir ja insgesamt ein wenig weniger. Da haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 4. Das bedeutet, wir haben hier 28 Chests mit großen Storages. Da können wir theoretisch Holz und so weiter einlagern. Das möchte ich jetzt ganz gerne machen, dass das eben Holz ist. Und unten haben wir dann die Möglichkeit, die richtigen Massenwaren, die wir hier oben eben einlagern, nicht zu nehmen, sondern die kleineren Dinge, zum Beispiel eben, dass man eine kleine Ladung Melonen oder so mal reinnimmt oder so ein Kram. Die Erze, die Erzblöcke und so weiter sollte ich natürlich auch hier oben reinnehmen. Wäre mir auf jeden Fall sehr, sehr lieb. Beziehungsweise dadurch, dass ich glaube, dass wir gar nicht so viele von den jeweiligen Erzen haben werden, weil wir viele direkt wieder verbrauchen, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das Ganze noch ein bisschen abändern. Das ist eine sehr, sehr cleane Holzfront, wenn ich das mal so sagen darf. Ich finde die Front hier ehrlich gesagt gar nicht so schlecht geregelt. Funktionieren müsste es auch. Also es kamen vorhin schon Items hier unten an. Wir müssen auf jeden Fall noch die Hopper programmieren. Das ist eine Sache, die ich noch tun muss. Übrigens, diese Hopper hier sind unprogrammiert und werden unprogrammiert bleiben. Das sind unsere Auffangbehälter für doppelte oder einzelne Random-Items, die wir hier vorne dann eben nirgendwo einlagern wollen. Einzel-Items wie zum Beispiel Musikdiscs oder Diamond Plates wären ja sonst ein ziemliches Problem für uns. Aber hier können wir die einfach auffangen in diesen Barrels. Und ich glaube, das ist eine gar keine so doofe Idee. Die müssen nicht großartig sortiert sein. Und so können wir dann auch Sachen wie Bücher, Einzel-Items eben oder auch eben Items, die wir weniger häufig haben werden, einlagern. Das finde ich eigentlich ganz fein. Da sind dann so Sachen dabei. Keine Ahnung, von was haben wir relativ wenig, aber immer wieder mal was. Das ist eine sehr gute Frage. Äpfel zum Beispiel sind so eine Sache. Oder was wir halt eben hier in den Truhen drin haben. So Geschichten wie zum Beispiel Kelp haben wir nur ein Stack, Schalker-Boxes und so. Also die Sachen, auch so ganze Schalker-Boxen oder so ins System zu werfen, wird dann funktionieren. Wir werden das hier natürlich später auch noch schön machen, dass das ein bisschen anders aussieht. Und wir dann hier theoretisch das hier noch ein Stück weiter nach links ziehen. Also dass wir hier mal gerade mal machen, so aufmachen, die zwei Sachen abbauen, das hier abbauen. Dass wir hier wirklich sagen, okay, da geht es nicht durch, da ist Ende im Gelände. Beispiel, wir nehmen jetzt hier mal gerade Dark Oak Wood, so. Dass wir einfach so sagen und dann hier die Türen einbauen. So, dann haben wir nämlich theoretisch unseren Gang dorthin und können hier auch trotzdem noch in den hinteren Gang reingehen, gucken, ob irgendwo was kaputt ist, ob irgendwas nicht funktioniert. Und haben trotzdem noch eine einigermaßen cleane Front an der Stelle. Es sollte nicht hundertprozentig schön aussehen, aber es sieht besser aus, als ich es erwartet habe. Gut, meine große Aufgabe wird jetzt theoretisch sein, die ganzen Sachen richtig zu programmieren. Natürlich die Chests zu entleeren und oben reinzuschmeißen. Das Ganze wird eine sehr lange Zeit dauern. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dadurch, dass ich jetzt auch schon wieder ein paar Stündchen dran bin. Ich glaube, die erste Aufnahme von dieser Folge wurde vor... Lasst mich nicht lügen. 2 Stunden, 3 Stunden Minimum gestartet. Für meine Verhältnisse ist das gar nicht so lange her. Ja, 3 Stunden sind jetzt her. Aber die Problematik existiert halt, dass ich mehrere Folgen produziert kriegen muss, auch verschiedene Sachen. Ich muss auch gleich noch eine Morgenkatze aufnehmen. Und dann ist es natürlich um einiges besser, wenn das nicht mit diesem
langen oder kurzen Völkchen eben ein Problem gibt in der Zeitplanung. Ich werde hier auf jeden Fall noch weiter dran bauen und ich werde mal das ganze Filtersystem sortieren und sowas. Aber das machen wir jetzt nicht direkt in der Aufnahme, sondern wir gucken jetzt erstmal, wie es danach weitergeht. Vielleicht zeige ich euch dann ein Endprodukt. Bis gleich. Da wuseln sie vorbei, die feinen Items, alle fein. Fein, fein, fein. Und alle fallen sie da runter. Und da unten geht's weiter. Da unten ist auch fein. Das freut mich. Also das hat gut funktioniert. Wir haben hier ein bisschen was eingespeichert. Ein paar Sachen haben wir nicht genug, um sie direkt einzuspeichern. Also habe ich hier zum Beispiel vorerst nur eingespeichert, dass die da rein sollen. Die füllen sich jetzt nach und nach durch unsere Kisten auf. Dann gibt es Stellen wie zum Beispiel, dadurch, dass wir hier ein Hauptauffangbecken haben wollen, musste ich eine Art Filler finden. Und da habe ich einfach die Iron Fillers genommen. Die sind auch oben noch dabei. Einfach damit da nicht irgendein Random-Item einsortiert wird, sondern wir diese Plätze hier zum Beispiel auch für Dinge haben, die wir in Massen haben. Und mit so einem Stein, hupsala, Stein, Stone Bricks, Andesite, Diorite, Granite, Sand, Dirt, Sandstone, Terracotta. Sein Terracotta, um genau zu sein. Davon werden wir im Laufe der Zeit noch mehr farmen. Normale Terracotta, Iron Ore, dann Gravel, Coal Ore, Enderpearls, eine Menge, Gold Ore, ein wenig Netherrack haben wir mit eingespeichert, Glas, Redstone Ore, Coal, Redstone und die vier Hauptwoodarten. Akazienholz müssen wir nicht einspeichern, werden wir sowieso dauerhaft weiterverarbeiten, sei es Kisten, Schilder, beziehungsweise Schilder nicht, die Farbe ist hässlich, aber Kisten und so weiter. Und hier haben wir noch Cobblestone mit eingespeichert und das Ganze ist funktional, so wie es jetzt gerade ist. Genau, hier unten haben wir unsere random Sachen. Sind teils sortiert, teils auch, wie sie mir gerade in die Pfoten gerutscht sind. Das ganze Zeug kommt hier an. Wir haben hier die Mob-Drops am Anfang so ein bisschen. Die ersten zwei, Rotten Flesh, Bones, dann Wolle. Weiße Wolle können wir ja sowieso eine Menge farmen. Dann Leather, dann einen feinen Fischi. Den nehmen wir, weil ich eventuell irgendwann eine Fischi-Farm noch bauen möchte. Dann Paper, Packed Ice, Cactus, Carrots, Sugarcane, ein paar Diamonds, Lapis Baluhi, Eisen und Gold. Dann Emeralds, Melon, Seeds. Hier kommen Strings rein, hier kommen Arrows rein. Guck ich nochmal kurz nach. Gut, Arrows hatten wir hier vorne nicht und ich glaube, das waren Torches, genau. Torches kriegen ihr eigenes Fach, weil ich einfach ein paar Torches immer auf Vorrat haben möchte. Für den Fall der Fälle, dass wir Dinge tun wollen, dass wir die einfach grabben können. So müssen wir nicht immer nach Kohle und Sticks suchen. Sticks würde ich eigentlich auch so einspeichern, bin ich nur gerade noch nicht zugekommen. Beziehungsweise hatte ich noch keinen direkten Grund für. Hier sind Pistons über drin, da werden wir auch noch eine Zeit vorcraften. Sonst Redstone, Redstone Fackel, Redstone Repeater, Redstone Comparator, einen Observer, dann Hopper. Darf man natürlich auch nicht vergessen, Copper sind relativ wichtig. Gunpowder für unsere Gunpowder Farm, ein wenig Spider Eyes. Dann hier unsere knuffigen kleinen Scharf-Scaffoldings, Flint und eben Netherquarz. Das ganze Zeug haben wir eingespeichert und jetzt würde ich hier zum Beispiel noch Sticks oder so reinnehmen. Wir sehen auch hier, die Sachen füllen sich. Hier sind zum Beispiel jetzt Sticks dabei. Diese Sticks kann ich einfach rausnehmen und dann ist die ganze Sache geregelt. Die Hopper füllen sich natürlich auch trotzdem noch auf. Carrots kommen hier rein. Warum kommen hier Carrots rein? Ich hatte doch Carrots hier vorne ran. Oh. Hier ist was im Filtersystem falsch. So, auch du nicht bitte, sondern ich würde dann gerne Carrots drin haben, hallo? Wo sind unsere Carrots? Da sind unsere Carrots, da. Die Carrots kommen bitte da rein. Hallo? Mr. Carrot Man? Das ist ja frech. Haben wir noch irgendwo so einen Fall, wo das passiert? Nee, das waren nur die Carrots. Die Carrots habe ich freigelassen gehabt, aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich einfach verplant. Hier haben wir noch Karotten und hier müssten auch noch vielleicht die ein oder anderen drin sein. Nee, sind sie nicht. Gut, hier schmeißen wir Kelp mit rein. Müssen wir sowieso auch einen Teil für noch farmen. Genauso Apples zum Beispiel und Sprucewood und so weiter. Also das ganze Zeug wird so reingeschmissen. Wir können das ja jederzeit kontrollieren. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Sticks. Sticks programmieren wir jetzt mit ein. Können wir auch während das Ganze läuft. Dafür nehmen wir einfach zwei Sticks raus oder hier die Sticks raus. Nehmen den Filler dafür raus und schmeißen den Stick hier unten rein. Und ab jetzt werden alle Sticks, die kommen, automatisch dort einsortiert. Und einfach damit das nicht ins System anders einsortiert wird, kommt der Filler jetzt hier hin und die Sache ist geregelt. Genau, das ist schon alles. Theoretisch müssten wir, ja,
Theoretisch müsste das theoretisch klappen. Wow. Also wir haben die Theorie auf jeden Fall wieder durch, Leute. Haben wir durchgespielt, die Theorie. Sehr gut. Ja. Ich würde sagen, Kelp speichern wir auch noch ein. Einfach weil wir es irgendwann im Laufe der Zeit brauchen könnten. Dafür nehmen wir ein 16er Stack einfach hier rein. Und gucken, dass hier unten nichts drin ist. Ist es auch nicht. Wunderbar. Wir haben wieder einen Filler. Den können wir wieder zurücklegen. Und jetzt können wir theoretisch nach oben und einfach das ganze Zeug wieder weiter ins System einsortieren lassen. Unsere Einsortierstation ist momentan immer noch dieser Teil hier. Also dieser Kram. Der hier. Da lasse ich gerade immer mit Schalkerboxen entladen. Das Ganze soll funktionieren, kann funktionieren. Wir schmeißen den Teil mal gerade mit dazu. Hier wird jetzt gerade Holz und so weiter noch mit reingenommen. Ihr seht auch schon, da sind noch ein paar Mob-Drops, ein paar Schalkerboxen und so ein Kram mit dabei. Und wir haben auch schon einen Teil von Rüstungen eben mit. Das ist also auch eine sehr, sehr praktische Geschichte. Dann Schalkerboxen könnten wir sogar auch ins System einlagern. Die werden dann automatisch ins letzte Stückchen gehauen. Ja, das sollte ich vielleicht da reintun. Geht doch. Ja, das ist das Lager. Das Restocken dieses Lagers müssen wir im Laufe der Zeit für uns selber machen. Wir werden auch irgendwann anfangen, zum Beispiel Redstone Ore oder sowas aus diesem Sortiment hier rauszunehmen und dort andere Sachen einzulagern, zum Beispiel Planken oder zum Beispiel größere Mengen an Dingen, wenn wir jetzt ein Bauprojekt machen wollen, mehr Terrakotta oder so farmen wollen, dass wir dann hier einen zweiten Terrakotta-Ableger nehmen oder so. Würde ich fast nicht glauben, ich würde dann wahrscheinlich ein Speichersilo dafür bauen. Aber dass das Ganze eben so funktioniert, wie es jetzt gerade funktioniert, haben wir hier zum einen die Dinge als Lückenfüller mit drin und zum anderen, bis ich das alles verarbeitet habe mit dem ganzen Kram, der hier eben dazu kommt, das dauert ein ganz kleines Stückchen und das ist auch ganz gut so, finde ich. So, Terrakotta müssen wir irgendwann nochmal richtig farmen. Wir müssen das hier noch irgendwann schön machen. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, das Ganze schön zu machen. Meine Idee zum Beispiel wäre gewesen, dass wir diesen Dropper hier nicht hier haben, sondern dass wir hier vorne an der Wand oder in der Wand in einem Element eine Schalkerbox einfach aufstellen können, die wir da reinschmeißen können oder die dauerhaft dort bleibt und diese mit einem Hopper das Ganze nach hinten bringt und hinten dann ein Waterstream bis hier nach vorne geht, vielleicht auch schon einen Block tiefer bis nach vorne geht und das Ganze dann da macht. Es ist halt jetzt dieses, dass man die ganze Zeug einsammelt. Wunderbar. Gut, ich muss jetzt erstmal noch in eine andere Aufnahme, aber ich hoffe sehr, dass euch diese Folge vom Lagersystem Teil 2 gefallen hat. Wir machen in der nächsten Folge, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, habe ich geplant, Sparkys Eisenfarm hier vorne. Ich habe heute mal gefragt, hey, lieber Sparky, dürfte ich daran was weiterbauen? Und er hat da das okay gegeben. Wir werden auch hier vorne an der Eisenfarm ein klitzekleines Lagersystem mit dazu bauen, aber in Form von einem Silo. Das bedeutet, wir werden ein Lagersilo für die Iron-Blöcke bauen, beziehungsweise für die Iron-Ingots, Entschuldigung, die Iron-Blöcke. Flieg, kleiner Creeper, flieg, bring mir den Sieg. Ist tief runtergefallen, okay. Hier laufen momentan, es sind ja zwei Truhen, die laufen regelmäßig über. Und um das eben zu verhindern, können wir in Zukunft einfach diese Sachen in ein Silo einlagern lassen und in diesem Silo nicht nur das Eisen speichern, sondern auch die Rosen, die wir daraus bekommen, 50-50 teilen. Also das wäre mein Wunsch, dass wir einen 50-50 Splitter bauen, dass wir sowohl die Rosen einspeichern können für Rosen allgemein, obwohl ich da nicht hundertprozentig sicher bin, ob wir das wirklich tun sollten oder ob wir alle Rosen einfach direkt zu Bone Meal verarbeiten sollen. Und eben, dass wir eine Komposterstation für die andere Hälfte für Bone Meal nehmen oder halt alles in Bone Meal verwandeln. Das müssen wir noch gucken. Bone Meal können wir auf jeden Fall für Farmen, für verschiedene Holzfarmaktionen und sowas weit besser gebrauchen als die Rosen, die da oben sind. Und es gibt ja immer noch die Möglichkeit, mithilfe von Bone Meal wieder Rosen zu erschaffen. Da müssen wir nur gucken, wie wir das Ganze machen. Unsere Gunpowder Farm, die wir hier haben, läuft natürlich, während wir hier arbeiten, immer noch brav weiter. Die werden wir im Laufe der Zeit auch nach oben bringen. Ich hatte ja nur die Katzen oben bei Flocke ausgelagert. Da muss ich noch Fische angeln und so weiter, damit wir da im Laufe der Zeit eine schöne, nennen wir es mal, Armada an Katzen haben, damit wir da mehr bauen können. Das Ganze kommt aber in einer Designfolge, die nächsten Folgen. Ich glaube, die Base machen wir in 2 Folgen ungefähr oder in 3 und die Eisenfarm ist auf jeden Fall nächste oder übernächste Folge dran. Ich kann es euch nicht hundertprozentig versprechen. Ich bin momentan, wie gesagt, am Vorproduzieren, das habe ich euch neulich schon mal erzählt. Das liegt einfach daran, dass ihr Folgen kriegen sollt und ich gerade die Möglichkeit habe aufzunehmen. Ich habe gerade den Zeitpunkt also dafür in meinem Zeitplan gefunden. Und wenn wir die Folgen dann eben haben, dann sind sie halt da. Es kommt ein bisschen später, ihr werdet bei den anderen Leuten im Stream vorher gespoilert, aber ihr habt nicht die Katzenunterhaltung dabei. Bedeutet, das ist eigentlich eine 50-50 feine Geschichte. Finde ich nice. Leute, ich danke euch allen fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao.